Willkommen zurück bei Zocker TV und heute mit einem weiteren Video. Ja, und wie ihr sehen könnt, bin ich heute dabei, meinen zweiten Vlog zu drehen. Heute geht es jetzt, ich sag mal so, nicht großartig ums Zocken. Ich werde euch ein bisschen was zu dem Streamingplan erklären, den ich jetzt in den nächsten zwei Wochen habe. Weil ich habe jetzt Urlaub zwei Wochen und da werden auf jeden Fall verstärkt Streams kommen. Ich werde Videos drehen und auch hochladen, denke ich, wenn ich zeitlich schaffe, das alles fertig zu machen. Aber ich denke, das werden schöne zwei Wochen werden. Jetzt gerade bin ich auf jeden Fall auf dem Weg nach Grevenbroich und werde dort meinen Eltern helfen heute, denn die bekommen einen neuen Wohnzimmerschrank und ja, mein Vater alleine kriegt den alten Schrank nicht so gut, nicht abgebaut, weil der geht sowieso im Schrott, von daher können wir ihn auch auseinanderbrechen oder so, aber wir kriegen ihn halt nicht gut alleine transportiert, weil der Schrank halt auch sehr groß ist. Ist glaube ich 7 Meter, wenn ich mich recht erinnere. Deswegen fahre ich jetzt mal hin und werde ihm ein bisschen unter die Arme greifen und werde dann mit ihm auch schon den neuen Schrank, soweit es geht, aufbauen. So, dann erkläre ich euch mal ein bisschen was zu meinem Plan, den ich mir für die nächsten zwei Wochen zurechtgelegt habe. Denn, wie gesagt, ich habe Urlaub und werde auf jeden Fall jetzt verstärkt streamen diese zwei Wochen. Und ich hoffe, das Ganze wird euch gefallen. Ich werde nicht nur Freitag, der 13. streamen, das ist auf jeden Fall schon mal ganz klar. Denn ich habe seit ein paar Tagen das Spiel A Way Out zu Hause rumliegen. Ist eigentlich offiziell noch nicht auf dem Markt, deswegen habe ich auch bisher noch keinen Livestream gestartet. Weil, bei meinem letzten Livestream, den ich gestartet habe, bei COD Infinite Warfare, habe ich eine dreimonatige Sperre bekommen bei YouTube, weil ich zu früh gestreamt habe. Auch wenn es so die Story war, gut, ist auch egal. Habe ich für euch in Kauf genommen, dass ich diese Sperre kriege. Das Ganze will ich jetzt bei A Way Out halt nicht riskieren. Und deswegen warte ich einfach die paar Tage ab. Nächste Woche Freitag ist offizieller Release. Dann können wir das Ganze auch streamen. Und bis dahin werde ich halt Freitag der 13. streamen. Am Mittwoch um 15 Uhr, könnt ihr euch notieren, Leute, Mittwoch 15 Uhr werde ich endlich mal seit langer, langer Zeit, weil das Spiel habe ich auch schon ewig zu Hause, werde ich mal Resident Evil 7 in VR streamen. Ich bin noch nicht sicher, wie ich das Ganze übertragen werde, weil ich würde gerne mit der VR-Brille übertragen. Also praktisch, dass ihr mich auch da seht in der Kamera, wie ich die VR-Brille aufhabe und spiele. Aber das Problem ist halt, das habe ich jetzt schon mal versucht, wenn ich über meinen PC streame, irgendwie hängt der Stream dann. Ich weiß nicht warum, keine Ahnung. Ob das mit der VR-Brille zusammenhängt, schätze ich jetzt mal, weil die Verkabelung der VR-Brille, wenn man die aufnehmen will, ist echt bescheiden, sag ich jetzt mal. Deswegen überlege ich, ob ich vielleicht über die PlayStation ganz normal streame, so wie es halt üblich ist. Dann kann ich wenigstens auch eure Kommentare lesen in der Brille, weil das ist ja mittlerweile auch ein Feature für die VR-Brille, dass man die Kommentare im Stream lesen kann. Das ging früher ja nicht. Mittlerweile geht das. Deswegen schätze ich mal, werde ich halt über die VR-Brille bzw. über das PSN streamen. Dann könnt ihr mich halt nicht sehen über die Webcam, aber naja, wenn ihr Bock habt, schaltet ein. Wie gesagt, Mittwoch 15 Uhr werde ich Resident Evil 7 weiter streamen. Ich bin eigentlich schon ziemlich weit, oder ich sag mal so, ja, so drei Viertel habe ich wohl geschafft von dem Spiel. Aber ich bin halt nie dazu gekommen, das Spiel fertig zu spielen in VR, weil ich möchte das Ganze halt gerne auch in VR beenden. Klar wäre es sicherlich geil, das Spiel auch so einfach durchzuzocken, aber ich habe jetzt in VR angefangen und ich möchte das Ganze jetzt natürlich auch in VR beenden. So, wie gesagt, Freitagabend könnt ihr euch dann auf jeden Fall auch schon rot im Kalender markieren, denn dann wird auf jeden Fall A Way Out gestreamt. Ich weiß noch nicht, mit wem ich das Spiel sharen werde. Gucken vielleicht mit Sandra, die holt sich das Spiel glaube ich selber, von daher denke ich mal, werde ich das mit Sandra sharen.
ja, wenn ihr Bock habt, habe ich mir auch schon überlegt. Ich weiß nur noch nicht, wie ich das Ganze umsetze, es sei denn, ihr habt das Spiel vielleicht selber. Wenn ihr euch das Game selber holen würdet oder wenn ihr euch das Game selber holen wollt, dann könnt ihr auch gerne mal eine Runde mit mir zocken und auch im Stream dann dabei sein. Könnt ihr ja kommentieren, wenn ihr da Bock dran habt, wenn ihr das Game habt. Ansonsten muss ich mal gucken, ich kann diesen Freunde-Pass, glaube ich, auch weitergeben. Solange der andere halt nicht zockt, geht das, glaube ich, habe ich gelesen. Müssen wir mal gucken. Ansonsten werde ich mir halt einen Abonnenten hier rauspicken, der kommentiert, und werde dann mit ihm einen Abend streamen. Wenn ihr Bock drauf habt, dann kommentiert. Wie gesagt, ihr braucht auf jeden Fall eine PS4 und PlayStation Plus. Ja, so, dann, was mache ich sonst noch? Kneck werde ich noch ein bisschen weiterspielen. Da bin ich auch jetzt in Kapitel 9, glaube ich, angekommen. Das werde ich auf jeden Fall auch noch beenden jetzt in diesen 2 Wochen. Da könnt ihr euch auch drauf gefasst machen. So, ich glaube, jetzt habe ich echt jede Menge Infos rausgehauen für euch. So, ich würde sagen, ich werde jetzt erstmal weiterfahren, werde die Kamera mal ausmachen so lange. Und wenn ich dann angekommen bin, würde ich sagen, hören wir uns dann wieder. Bis gleich. So, ich bin jetzt gerade angekommen und ja, jetzt wollen wir mal gucken, ob Vater und Mutter auch zu Hause sind. Ich hatte eben mit denen telefoniert, da waren sie auf jeden Fall noch da. So, dann wollen wir mal schauen. Also, meine Eltern wissen auf jeden Fall nicht, dass ich jetzt gerade filme. Deswegen wird das Ganze jetzt ein Überraschungseffekt. So, wollen wir mal gucken. Morgen! Was ist denn hier los? Sieht deine Arbeit aus? Echt? Christian, das gibt's doch gar nicht. Ne? Sieht aber gut aus. Brauch ich ja gar nichts mehr zu machen, wa? An der Schranke brauchst du nichts machen. Ich brauch so nicht mehr viel zu tun. Ich sehe, ist schon alles fertig. Was denn? Ja, das letzte Element da hinten kannst du selber abbauen, oder? Oh. Da. Klar, kann auch in den Dynamitstange rein. Spaß. So, und ne? Hast ja auch nicht mehr viel im Flur stehen. Na eben. Ist ja so gemacht. Ist alles schon leer da, ne? Ja. Du bist ein kleiner Wenzlepper, ne? Hallo. Komm, du bist ein glückliches Heim. Ja, ich habe schon gesagt, dass ich da gar nicht kommen brauche. Und ist ja alles gut. Ja, du bist gut, aber du musst ja runter. Fenster. Ach, ich mein, das kann ich nicht. Getane Arbeit, geht jetzt wieder ab nach Hause. Erstmal bei Opa vorbei, Kartons herbringen und dann, ja, so. So. Mein Handy bimmelt schon in einer Tour. Unsere Kleine ist etwas kränklich. Beziehungsweise unsere Große ist etwas kränklich. Wir haben jetzt 2. Für mich sind beide noch die Kleinen. Deswegen muss ich jetzt mich ein bisschen beeilen, muss nach Hause. Und ja, muss aber kurz noch zwischendurch bei meinem Opa halten. Die Umzugskartons rausschmeißen. Und dann geht's ab nach Hause. Ich werde aber jetzt schon mal das Video beenden. Denn, wie gesagt, ich muss mich jetzt ein bisschen beeilen. Habe jetzt keine Zeit, großartig noch hier zu filmen und so. Und bei meinem Opa die Kartons rausschmeißen ist jetzt auch nicht so das Highlight. Ich meine, gut, den Schrank abbauen und so war jetzt auch kein Highlight, deswegen habe ich es auch nicht gefilmt. Aber ich wollte euch ein bisschen daran teilhaben lassen, weil ich ja selber auch mit der
Kamera erstmal klarkommen will und mal das Ganze mit diesem Vlog ein bisschen ausprobieren will. Deswegen werde ich das Ganze trotzdem ein bisschen zusammenschneiden und scheiß Radio. Und dann könnt ihr mir mal zumindest ein bisschen Feedback dalassen, wie euch das Ganze gefallen hat. Oder ob die Qualität zumindest jetzt besser ist als bei dem ersten Vlog noch. Und ich würde sagen, das war's dann auch jetzt. Ich fahre jetzt, wie gesagt, weiter. War toll, dass ihr zugeguckt habt, wenn ihr bis hierhin durchgehalten habt, wer weiß. Und wir sehen uns beim nächsten Stream oder halt im nächsten Video, Leute. Haut da rein, macht's gut, bis dann, ciao.